Ich liebe dieses Feeling, Mann. Ich erhöhe um 2,5 Kilo. Es muss gehen. Oh, schon schöne Streifen, ne? Und weiter, komm, gib Gas! Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Ich habe heute hier den Benny. Benny hat sich entschieden, einen Bodybuilding-Wettkampf zu bestreiten. Wir haben gerade eben einen Formcheck gemacht und haben unter anderem gemerkt, dass er etwas mehr seitliche Schulter oder breitere Schultern gebrauchen könnte, weil sein Oberarm sehr dominant ist. Und anstatt den Oberarm zu schrumpfen, haben wir uns gedacht, machen wir lieber die Schulter runder, dicker, breiter, kugelrund, dreidimensional. Machen wir. Und deswegen, ja, trainieren wir jetzt zusammen Schultern. Viel Spaß beim Zuschauen. Und jetzt hier rotieren an der Seite lang. Während ich euch normalerweise empfehlen würde, immer mit einer Drückübung zu beginnen, also sprich Kurzhanteldrücken über Kopf oder Schulterdrücken mit der Langhantel, machen wir in diesem Falle das Seitheben am Kabelzugturm, um die Schultermuskulatur bzw. primär die Seite wirklich vorzuermüden und dann bei den Drückbewegungen einfach noch viel, ja, viel besser zu spüren und diese Vorerschöpfung zu kreieren. Wie viele Wiederholungen würdest du empfehlen? Ja, irgendwas zwischen 10 und 15, ne? Okay. Nicht mehr als 15, aber auch nicht zu schwer, weil sonst kriegt ihr die Muskulatur nicht mehr isoliert gearbeitet, ne? Oh, ich liebe die, ne? Du bist. Schulter drückt den Arm zur Seite. Viel besser jetzt, ne? Pausenzeit. Maximal 2 Minuten, aber lieber 1,5. Wir wechseln ja die Seiten ab. Auch 1 Minute ist okay. Wir wollen hier sozusagen metabolischen Stress. Wenn ihr die Übung ausprobiert habt, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr sie gut gespürt habt, ob es eine neue Belastung war und wie sie es angefühlt hat einfach. Einfach nur zur Seite wegdrücken. Ja, ja, besser, genau. Zur Seite. Als zweite Übung wird jetzt gedrückt. Die Schultern sind ordentlich aufgewärmt, vorermüdet, speziell die Seite. Und jetzt drücken wir. In der Hoffnung, dass wir noch viel mehr die Seite spüren, als wir es vorher getan hätten. Gewichte moderat, ich will mich sowieso ein bisschen schonen. Ich mache heute nur Metabolenreiz, das heißt, ich werde mich zwischen 10 und 12 Wiederholungen aufhalten, relativ kurze Pausen machen. Okay, was heißt kurze Pausen? Na, so 2 Minuten, schön, dass du fragst. 1,5 wird mir bei so einer schweren Übung schon zu wenig, dann schaffe ich selbst mit leichten Gewichten nicht mehr die Lasten. Also dann reduziert sich alles, schaffe ich im zweiten Satz nur noch 7 Wiederholungen und so weiter und so fort. Also wird mein Workload immer niedriger, das wollen wir ja nicht. Genau. Gezählt. Dann machen wir noch einen mehr. Und gut. Okay, jetzt können wir rein. Ja, jetzt muss ich mir die Frage stellen, erhöhe ich das Gewicht noch? Bleibe ich dabei? Weil wenn ich jetzt erhöhe und dann auf einmal noch einen neuen schaffe, geht es auch am Ziel vorbei. Also hier ist es tatsächlich gefragt, sich ein bisschen zurückzuhalten, sein Ego draußen zu lassen. Ich versuche wirklich meine 4 Sätze mit der gleichen Wiederholungszahl und dem gleichen Gewicht zu schaffen. Ich erhöhe um 2,5 Kilo. Es muss gehen. Hoppi! Mädchenkram! Oh, das war gut! Jetzt ist er auf jeden Fall gecatcht. Komm, das wird der letzte. Jawohl. Jawohl, schön. Schön langsam runter nochmal. Schön langsam runter, langsam runter. Ja, Exzentrik mitnehmen. Dankeschön. Übung Nummer 3 für die hintere Schulter jetzt. Seitheben vorgebeugt mit Kurzhanteln. Und hier zeige ich mal einen kleinen Trick. Das Handtuch auf die Schrägbank. Und dann mit dem Kopf anlehnen, in die Ausgangsposition und dann Gas geben. Das Schöne ist, wir klammern hier den Schwung ein bisschen aus. Ne? Und der Oberkörperwinkel bleibt gleich. Wir müssen weniger stabilisieren, für alle, die es gerne bequem haben.
einen geilen Pump. Ist das geil? Hammer, ey. Ganz toll, super. Hier könnt ihr auch schön sehen, das macht er ordentlich. Kommt in der hinteren Schulter an. Wo ist draußen? Zur Seite da. Jawohl. Schönes Ding. Good. Connection. Yeah. Jawohl. Aber ihr könnt jetzt richtig geil sehen, wie beim Benny sich fast tut auch, ne? Hammermäßig. Hammermäßig. Wir machen jetzt die vierte Übung. Nochmal für die Seite. So eine Mischung aus Seite und hinten. Man kann das natürlich nie isolieren, genau. Das ist genau wie mit der Brust. Da hast du keine obere Brust, mittlere und untere, sondern die ganze Schulter oder der hintere seitliche Anteil kriegt auf den Deckel. Und zwar machen wir jetzt eine spezielle Variante des Seithebens. Schultern unten vorne, Arme gestreckt und auch hier wieder, Benny. Arme zur Seite wegbewegen. Und die Schultern bleiben unten. Schwung holen ist hier komplett ausgeschlossen. Schön kleiner. Zur Seite. Es macht einfach Spaß. Ja. Die sind immer wieder in die Schultern einrollt. Lass die mal unten drin in der Position. Nur zur Seite weg. Neutrale Schulterposition. Arm strecken. Dann lass ihn gestreckt und drück einfach nur zur Seite weg. Genau. Versuch mal nicht einfach nur hochzukommen, drück ihn mal nur zur Seite weg. Wir sind fertig mit dem Schultertraining. Vier Übungen für breite Schultern. Das Video ist jetzt vorüber, unser Training aber noch nicht. Denn du machst noch Oberkörperübungen, ne? Genau. Du bist nämlich regulär eigentlich im Oldschool-Diet-Trainingsplan drin. Und ich vollende meinen Vierersplit und ich musste diese Woche einen Vierersplit machen. Versuche dann in den Oldschool-Diet-Plan wieder reinzukommen. Ist aber durch YouTube nicht so einfach. Manchmal trifft man jemanden, da muss man mittrainieren. Weißt du? So wie du heute bei mir zum Beispiel. Kein Problem. Passt ja ganz gut. Ja, ich mache jetzt noch ein bisschen Trizeps weiter. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, hat euch irgendwie einen Mehrwert beschert. Ja, ihr seid ein bisschen, habt ein paar Inspirationen, ein paar neue Ideen fürs Training vielleicht. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten lasst einen Daumen hoch, wenn ihr mehr mit Benny sehen wollt und seiner Entwicklung teilhaben möchtet, bis hin zum Wettkampf, dann lasst es uns wissen mit Daumen, mit Kommentaren, wie auch immer. Vielen Dank an dich, Benny. Danke dir. Du machst jetzt noch schön Oberkörper, ich mach den Rest, dicke Keulen. Wir sind raus, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.